Zu unserer fünften Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit der Wirkung und der Bildung von Hormonen beschäftigen. In der letzten Sitzung hatten wir uns ja angeschaut, wie wir Informationen zwischen Zellen übertragen können. Da hatten wir das Konzept der Neurotransmitter kennengelernt, die an der chemischen Synapse Informationen von der Präsynapse an die Postsynapse übertragen. Heute wollen wir uns mit einem Prozess beschäftigen, der hier ganz verwandt ist, nämlich der Wirkung von Hormonen, also von Übertragungsstoffen, die aber jetzt nicht an weitere Nervenzellen wirken, sondern an Ausführungsorgane wirken. Dazu wollen wir uns zuerst einmal anschauen, was sind eigentlich Hormone? Woher kommen die? Wo werden die gebildet? Dann wollen wir uns anschauen, wie wirken diese Hormone auf unterschiedliche Gewebe und uns dabei auch anschauen, welche unterschiedlichen Übertragungswege es denn eigentlich gibt. Also wie bekomme ich mein Hormon vom Bildungsort an den Zielort? Und nach genau diesen Fragen werden wir dann die Hormone klassifizieren, uns also anschauen, wie kann ich Hormone einteilen nach ihrem Zielort, nach ihrer chemischen Struktur oder auch nach ihrem Bildungsort, um uns dann auch anzuschauen, wie wird hormonelle Aktivität reguliert? Also wie schalten diese unterschiedlichen Systeme, wie greifen diese unterschiedlichen Mechanismen ineinander? Eine ganz wichtige Steuerungsfunktion hat hier die sogenannte HPA-Achse, die Hypophysen-Nebennieren-Achse, die also hier mit Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse und unseren Nebennieren zusammenhängt, die Sie vielleicht schon kennen, aus dem Kontext von Stress und Stressreaktionen. Es kann ja sein, dass Sie möglicherweise gerade in einer gestressten Situation sind. Diese ganze Online-Lehre ist vielleicht eine neue Situation für Sie. Das bereitet Ihnen Stress und dieser Stress wirkt sich auf eine Signalkaskade aus, die dann beispielsweise eine erhöhte Aktivität in unserem sympathischen Nervensystem mit sich zieht. Und genau diesen Signalweg hier in dieser HPA-Achse, der ganz eng mit eben der Wirkung von Hormonen zusammenhängt, wollen wir uns heute im Detail anschauen. Schauen wir uns erstmal an, wie wir eigentlich Signale in unserem Körper übertragen können. Da hatten wir in den letzten Wochen schon kennengelernt, die direkte Signalübertragung zwischen beispielsweise unterschiedlichen Nervenzellen. Das sehen wir hier im Schaubild A. Da haben wir also eine Nervenzelle und diese Nervenzelle verschaltet direkt auf eine weitere Nervenzelle. Hier können Sie sich nochmal daran erinnern, an diese beiden Konzepte, die wir letzte Woche kennengelernt haben, die Konvergenz und die Divergenz, also konvergierende Signalübertragung. Hier verschalten mehrere Nervenzellen auf eine weitere Nervenzelle, divergente Signalübertragung. Hier verschaltet eine Nervenzelle auf mehrere nachfolgenden Nervenzellen. Wir können Signale aber eben auch nicht von Nervenzelle zu Nervenzelle übertragen, sondern wir können hier auch eher diffuse Signalübertragungswege wählen, beispielsweise über den Blutkreislauf. Wir können also Übertragungsstoffe in den Blutkreislauf entlassen, die dann an unterschiedlichen Orten in unserem ganzen Körper wirken. Diese indirekte Signalübertragung, die funktioniert aber nicht nur über den Blutkreislauf, sondern wir können beispielsweise auch über zwischengeschaltete Nervenzellen Informationen indirekt übertragen. Hier spielen die sogenannten Interneurone eine ganz besondere Rolle, die wir ja auch schon kennengelernt haben bei diesem Reflexbahn zwischen sensorischem Interneuron und motorischem Neuron. Das haben wir ganz am Anfang dieser Vorlesungsreihe schon kennengelernt. Und natürlich, wir können auch eine indirekte Signalübertragung über sehr verzweigte axonale Verästelungen bereitstellen, wie wir es beispielsweise in unserem viszeralen Nervensystem kennen. Da werden eben Neurotransmitter zwar nicht in den Blutkreislauf freigegeben, aber sehr diffus auf beispielsweise die glatte Muskulatur in unserem Darmsystem freigegeben. Also auch hier eine indirekte Signalübertragung. Heute aber ganz relevant wird der Abschnitt B, nämlich die indirekte Signalübertragung
über den Blutkreislauf. Diese indirekte Signalübertragung über den Blutkreislauf, die ist besonders relevant für unsere hormonelle Signalübertragung. Die Wirkung von unseren Übertragungsstoffen, den Hormonen, hängt dabei ab von der Konzentration im Blut, von der Größe der Kontaktfläche zum Blut, also wie viele Kontaktstellen habe ich von meinem Organ, das die Hormone produziert, zum Blut und natürlich auch, wie groß ist die Kontaktfläche der aufnehmenden Organe, also wie groß ist die Rezeptordichte an den aufnehmenden Organen, wie viele von den Hormonen kann ich hier also aufnehmen. Und Sie sehen schon, das sind Konzepte, die ähneln ganz stark der Konzepte der chemischen Synapse, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Bei der Signalübertragung über den Blutkreislauf müssen wir schon unterscheiden, welche Art von Hormonen, welche Art von Botenstoffen wir hier vorfinden. Denn je nach Eigenschaft dieser Botenstoffe findet hier eine unterschiedliche Signalübertragung statt. Hier müssen wir unterscheiden dazwischen, ob wir einen hydrophilen oder einen lipophilen Übertragungsstoff haben. Also sind unsere Übertragungsstoffe, unsere Signalstoffe, unsere Hormone, sind die hydrophil, sind die also wasserlöslich oder sind die lipophil, also fettlöslich? Denn je nach Eigenschaften haben wir hier unterschiedliche Übertragungsstoffe. Ich möchte hier schon mal zwei ganz wichtige Schlagworte nennen, die Sie im weiteren Verlauf dieser heutigen Vorlesung immer wieder hören werden. Das eine ist die sogenannte exokrine Übertragung. Exokrin bedeutet dabei, dass der Stoff wird direkt an die Körperoberfläche oder ein Organ ausgeschüttet. Also hier unser Hormon wird hier direkt an ein Ausführungsorgan ausgeschüttet. Andersrum haben wir die sogenannte endokrine Übertragung. Diese endokrine Übertragung, die beschreibt, dass der Stoff, unser Hormon, nicht direkt an ein Ausführungsorgan ausgeschüttet wird, sondern hier an die Blutbahn abgegeben wird und dann erstmal über die Blutbahn transportiert werden wird. Also, zwei ganz wichtige Konzepte. Exokrin bedeutet, das Hormon wird direkt an ein Ausführungsorgan abgegeben. Endokrin bedeutet, dass der Hormon wird erstmal in den Blutkreislauf abgegeben, um hier an einen entfernten Wirkort transportiert zu werden. Und jetzt schauen wir uns mal diesen endokrinen Fall genauer an. Hier haben wir also eine endokrine Zelle, also eine Zelle, die produziert Hormone, entlässt diese Hormone, Exozytose. Auch das hier ein Stichwort, das haben wir letzte Woche schon im Kontext von der chemischen Synapse kennengelernt. Sie erinnern sich, Exozytose, das war das Freisetzen der Übertragungsstoffe aus den Vesikeln. Genauso haben wir eben hier bei der endokrinen Zelle eine Exozytose, also ein Freisetzen der Neurotransmitter. Und diese Hormone werden dann hier eher an die Blutbahn abgegeben, sind dann also wasserlöslich, können sich also hier im Blut frei bewegen und können so transportiert werden. Bei lipophilen Hormonen ist das ein bisschen anders. Auch hier brauchen wir diesen Prozess der Exozytose nicht. Hier muss ich also nicht einen Stoff aus einem Vesikel freisetzen, sondern diese lipophilen, also diese fettlöslichen Hormone, die können direkt durch die Zellmembran hindurch diffundieren. Denken wir nochmal an den Aufbau unserer Zellmembran, die hatten wir ja kennengelernt, diese Doppelmembran aus Phospholipiden, die nicht durchlässig, die also semipermeabel für ganz viele Stoffe ist. Semipermeabel, sie ist also teilweise durchlässig, sie ist nämlich teilweise durchlässig, beispielsweise für solche fettlöslichen Stoffe. Diese fettlöslichen Stoffe können hier durch diese Zellmembran durchwandern. Die werden hier also diese fettlöslichen, die lipophilen Hormone diffundieren also aus der endokrinen Zelle hinaus, diffundieren dann in unseren Blutkreislauf hinein,
können jetzt aber hier nicht in diesem Blut gelöst werden, sondern müssen hier jetzt an ganz bestimmte Carrier, also an ganz bestimmte Trägermoleküle binden. Und so können eben hier diese Lipophilen, also diese fettlöslichen Hormone, dann im Blut transportiert werden. Genauso wie wir unterschiedliche Übertragungswege für die hydrophilen und die lipophilen Hormone haben, so haben wir auch unterschiedliche Wirkweisen für die hydrophilen und lipophilen Hormone. Schauen wir uns zuerst den hydrophilen Fall an. Sie erinnern sich nochmal, hier habe ich eben ein Freisetzen von meinem Hormon aus meiner hormonproduzierenden Zelle in den Blutkreislauf. Und dann kann dieses Hormon aus dem Blutkreislauf dann an mein Zielorgan, meine Zielzelle aufgenommen werden. Und hier haben wir dann einen Prozess, der ist ganz ähnlich dieser Bindung von Transmitter an Rezeptor, den wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Nämlich auch hier in diesem bei diesem Fall dieser hydrophilen Hormone habe ich ein Rezeptorprotein, an das mein Hormon binden kann. Auch hier finden wir wieder dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip vor, das wir ja in den letzten Wochen schon kennengelernt haben. Das sind hier keine direkten Signalwirkungen, also hier keine Signalwirkung, dass ein Ionenkanal aufgeht, sondern hier diese Hormone bewirken über eine intrazelluläre Signalkaskade dann eben hier eine Wirkung im Inneren der Zelle. Hier sehen Sie es am Beispiel, über eine Enzymbindung wird dann eben CAMP, unser Second Messenger, im Inneren der Zelle aktiviert. Also hier haben wir genau diese Second Messenger-Kaskade, die wir ja letzte Woche im Kontext der chemischen Synapsen schon kennengelernt haben. Und hier üben diese hydrophilen Hormone dann ihre Wirkung dann eben über diese Second Messenger-Kaskade im Inneren des Zielorgans aus. Andersrum, unsere lipophilen Hormone, die können wieder direkt auch in die Zielzelle hinein diffundieren. Hier brauche ich also eben keinen Rezeptor, hier brauche ich kein Aufnahmeorgan, sondern hier können diese lipophilen Hormone direkt ins Zielorgan hinein diffundieren, können also auch direkt hier ihre Wirkung ausüben, zum Beispiel indem sie direkt im Zellkern das Auslesen der DNA verstärken oder verringern, also hier direkt in die Arbeit eines Zielorgans eingreifen, um hier ganz bestimmte intrazelluläre Prozesse zu aktivieren. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an, hier in der Zusammenfassung. Also hydrophile Hormone, die sind wasserlöslich, die können die Zellmembran also nicht passieren. Diese semipermeable Membran ist nicht durchlässig. Das Ziel von diesen hydrophilen Hormonen ist dabei ein Rezeptor in der Zellmembran und das Binden an diesen Rezeptor aktiviert eine Second-Messenger-Kaskade im Inneren der Zelle. Das ist ein Prozess, der ist ganz ähnlich zu den Neurotransmittern, die wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Beispiele für diese hydrophilen Hormone sind eben beispielsweise Insulin oder Adrenalin. Das haben wir ja letzte Woche schon als Neurotransmitter kennengelernt. Das wirkt aber teilweise auch als Hormon. Im Gegensatz dazu eben unsere lipophilen Hormone, die sind fettlöslich, sind nicht wasserlöslich. Das Ziel hier von diesen lipophilen Hormonen sind Rezeptoren im Inneren der Zelle. Also diese lipophilen Hormone, die diffundieren durch die Zellmembran hindurch und binden dann an Rezeptoren, an Bindungsstellen im Inneren der Zelle. Und diese lipophilen Hormone verändern dann eben die DNA-Transkription, beeinflussen also dann wiederum diese ganze Proteinbiosynthese, die wir ja in den ersten Sitzungen schon kennengelernt haben. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die Steroide wie Cortisol oder Sexualhormone. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir eigentlich unsere Botenstoffe von unserem produzierenden Organ zu unserem Zielorgan bekommen. Der erste Prozess, der erste Mechanismus, den wir hier kennenlernen, ist die sogenannte endokrine Signalübertragung. Diese endokrine Signalübertragung, das ist sozusagen der Prototyp der hormonellen Signalübertragung. Hier habe ich ein produzierendes Gewebe und dieses produzierende Gewebe gibt den Botenstoff
ans Blut ab. Genau das, was wir gerade kennengelernt haben. Entweder einen wasserlöslichen oder einen fettlöslichen Botenstoff. Wasserlösliche Botenstoffe, die hier direkt im Blut gelöst werden können. Fettlösliche Botenstoffe, die hier an ein Trägermolekül hier binden müssen. Wir geben also hier unseren Übertragungsstoff an die Blutbahn ab. Dieser Übertragungsstoff wird also über das Blut verbreitet und dann haben wir dann quasi an den Blutgefäßen beispielsweise unser Zielorgan. Also unser Zielorgan wird mit Blut versorgt und damit wird auch hier die Hormonwirkung am Zielorgan ausgeübt. Das ist also genau der Prozess, den wir gerade eben im Detail schon besprochen haben. Das produzierende Organ kann dabei aber auch eine Nervenzelle sein. Und dann sprechen wir von der sogenannten neuroendokrinen Signalübertragung. Also die endokrine Signalübertragung, bei der das produzierende Gewebe eine Nervenzelle ist, nennt man dann in dem Fall neuroendokrine Signalübertragung. Hier der einzige Unterschied, ich habe eine Nervenzelle und diese Nervenzelle schüttet einen Neurotransmitter aus. Und dieser Neurotransmitter wird dann über die Blutbahn transportiert, um dann hier eine Wirkung auszuüben. Wir haben also hier die Quelle, ist quasi diese endokrine Übertragung. Und das wirkt hier vor allem auch an weitere Nervenzellen. Also hier diese neuroendokrine Signalübertragung, die ist vor allem relevant im Kontext in der Kommunikation zwischen Nervenzellen. Wenn unser Ziel aber nicht dezidiert eine weitere Nervenzelle ist, sondern auch kann beispielsweise eine Muskelzelle oder eine andere Drüse sein, dann spricht man von der neurokrinen Signalübertragung. Also bei der neurokrinen Signalübertragung, da habe ich auch wieder eine Nervenzelle, also ein Neuron, der hier den Botenstoff produziert. Quelle sind also hier auch unsere Nervenzellen. Aber das Zielorgan kann jetzt hier beispielsweise auch eine weitere Drüse sein. Wir haben aber natürlich nicht nur Nervenzellen, nicht nur Neuronen, die Hormone produzieren, sondern beispielsweise auch hormonproduzierendes Gewebe. Das werden wir gleich noch im Detail kennenlernen. Daher spricht man dann von einer sogenannten parakrinen Signalübertragung. Also hier haben wir ein hormonproduzierendes Gewebe, das aber den Botenstoff nicht über das Blut freilässt, nicht über das Blut transportiert, sondern direkt an das benachbarte Gewebe ausschüttet. Da haben wir dann eben eine lokale Wirkung im Gewebe. Da spricht man dann im Grunde von einer parakrinen Signalübertragung. Das können Sie auch nochmal vergleichen mit unserer Signalübertragung an Nervenzellen. Da haben wir Signalübertragung von Nervenzelle zu Nervenzelle. Da haben wir unsere Neurotransmitter. Hier bei der parakrinen Signalübertragung haben wir eben hormonproduzierendes Gewebe und hormonaufnehmendes Gewebe und hier eine Signalübertragung über ein Hormon, aber ohne diesen Zwischenschritt des Blutgefäßes. Und diese Hormone, die können natürlich nicht nur an benachbarten Geweben binden, können nicht nur an benachbarten Geweben wirken, sondern die können auch direkt am hormonproduzierenden Gewebe wirken. Dann spricht man von der sogenannten autokrinen Signalübertragung. Also hier bewirkt die Freisetzung unseres Hormons, die Freisetzung unseres Signalstoffes direkt eine Wirkung am ausführenden Organ. Auch wieder hier denken Sie an unsere Nervenzellen. Da kennen wir dieses Konzept ja schon, das Konzept der Autorezeptoren, also der Rezeptoren an der Präsynapse. Also hier auch wieder das Konzept beispielsweise der retrograden Messenger, hier eine Signalwirkung an der Präsynapse. Genauso haben wir eben hier im Hormonsystem eine autokrine Wirkung, dass unsere Hormone direkt im produzierenden Gewebe an den gleichen Organen wirken. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir eben Hormone, Hormonwirkung, Hormonklassen unterteilen können. Und dazu schauen wir uns drei große Kategorien an. Zunächst die Klassifikation der Hormone nach ihrem
Zielort. Dazu sind zwei Unterkategorien ganz wichtig. Das eine sind die sogenannten Gandotropen-Hormone. Gandotrope bedeutet, diese Hormone wirken auf andere Drüsen. Im Gegensatz dazu haben wir sogenannte effektorische Hormone. Diese Hormone, die wirken nicht auf weitere Drüsen, sondern die wirken direkt auf ein Zielorgan. Wir haben also direkt einen Effekt, eine Auswirkung auf mein nachfolgendes Zielorgan. Eine zweite Kategorie ist die Kategorisierung anhand der chemischen Struktur. Das ist ganz ähnlich zu dem Klassifikationssystem, das wir ja letzte Woche bei den Neurotransmittern kennengelernt haben, wo wir uns eben anschauen können, wie sind unterschiedliche Übertragungsstoffe aufgebaut und haben diese unterschiedlichen Übertragungsstoffe, die ähnlich aufgebaut sind, auch eine ähnliche Wirkung. Hier können wir zum Beispiel unterscheiden Peptidhormone, Aminosäurederivate, Steroide und Fettsäurederivate. Also hier eben ganz unterschiedliche Stoffklassen. Und zu guter Letzt können wir uns auch anschauen, an welchem Ort werden unsere Hormone produziert. Also werden die beispielsweise glandulär, also an Hormondrüsen produziert. Das bedeutet, hier haben wir einen Bildungsort und einen Wirkungsort, die weit voneinander entfernt sind. Oder sind sie aglandulär, also werden sie beispielsweise direkt im Gewebe produziert. Hier haben wir also die hormonproduzierende Zellen in einem anderen Gewebe vorhanden. Hier haben wir dann also den Bildungsort und den Zielort im gleichen Organ ganz nah beieinander. Fangen wir also jetzt erstmal an mit der ersten Kategorie, mit der Klassifikation nach dem Zielort unseres Hormons. Diese Unterteilung kann ich jetzt also aufstellen in glandotrop oder effektorisch. Glandotrop bedeutet eben hier die Wirkung auf andere Drüsen und hier haben wir als Beispiel eben die schon von mir am Anfang genannte HPA-Achse. An dieser HPA-Achse sind beteiligt unser Hypothalamus, also hier diese tiefliegenden Hirnstrukturen, die dann eben die Hypothalamus, die Hypophyse aktivieren. Und diese Hypophyse, also hier Hypothalamus produziert Hormone, Hypophyse produziert Hormone. Die Hypophyse wirkt dann auf unsere Schilddrüse, auch wieder eine Drüse, also hier eine Signalübertragung von Drüse zu Drüse, die dann eben schlussendlich auf unsere Nebennieren, auf unser Nebennierenmark wirkt und dann eben hier die Hormone, die in den Nebennieren gebildet werden, die werden dann an die Zielorgane tatsächlich ausgeschüttet. Aber eben diese HPA-Achse an sich, also Hypothalamus, Hypophyse, Schilddrüse, Nebenniere, da haben wir eine Signalkaskade von hormonproduzierender Drüse zu hormonproduzierender Drüse. Also hier haben wir also eine Wirkung rein auf Drüsen, also eine glandotrope Signalkaskade. Diese Abkürzungen, die hier auftauchen, TRH, und TSH, TRH bedeutet Thyrotropin-Releasing-Hormon, also das Thyrotropin-freisetzende Hormon. Und TSH, das ist eben unser Thyrotropin, unser Signalstoff tatsächlich. Also hier haben wir so diese Beschreibung von dieser Signalkaskade, aber die werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Im Gegensatz dazu haben wir effektorische Hormone. Das hatte ich schon gesagt, effektorische Hormone, das heißt, dass hier eine direkte Wirkung auf ein Zielorgan ausgeführt wird. Also beispielsweise haben wir in unserer Schilddrüse die Parathyroiden-Drüsen, die eben das sogenannte PTH freisetzen. Dieses PTH, das wirkt jetzt nicht wie das Tyrosin auf unseren Nebennierenmark, sondern das wirkt eben direkt auf unsere Nieren, das wirkt auch direkt beispielsweise auf unsere Knochen, das bewirkt dann eben so eine Signalkaskade direkt am Zielorgan. Also hier haben wir quasi einen Effekt
von unserer Schilddrüse, von diesen kleinen Drüsen innerhalb der Schilddrüse auf dann direkt ein Zielorgan, wo wir dann eine Signalkaskade am Zielorgan in Gang setzen, die aber dann nicht mehr mit Drüsen funktioniert, sondern hier beispielsweise direkt eben den Calcium-Austausch verändert, um hier in dem Fall beispielsweise unseren Level von Calcium im Blut zu regulieren. Also hier so eine Regulationskaskade von Calcium in dem Fall. Damit sind wir am Ende des ersten Teils der heutigen Vorlesung. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns die weiteren Klassifikationsschemata hier in unserem Hormonsystem genauer anschauen.